Lied Nachtigall, wach auf. In einem Märchen von Hans Christian Andersen liegt ein so großer wie mächtiger Kaiser im Sterben. Der arme Kaiser konnte kaum atmen. Es war gerade, als ob etwas auf seiner Brust säße. Er schlug die Augen auf und da sah er, dass es der Tod sei, der auf seiner Brust saß und sich seine goldene Krone aufgesetzt hatte und in der einen Hand des Kaisers goldenen Säbel, in der anderen seine prächtige Fahne hielt. Ich war bloß ein asthmatisches Vorschulkind, als ich das Märchen zum ersten Mal hörte. Ein Kind ohne Krone, Säbel und Fahne, das weder lesen noch schreiben konnte, weshalb ich umso gebannter der Stimme des Vorlesers lauschte, die mich zunehmend meiner Hoffnung beraubte, den Spuk von meiner Brust jemals vertreiben zu können, um endlich wieder an Frischluft zu kommen. Wer niemals an Atemnot litt, weiß nicht, was es tatsächlich bedeutet, Atem zu holen, um ihn gleich darauf wieder abzugeben, ein und aus, aus und ein, immer wieder von vorn. Angeblich 20.000 Mal täglich, wobei etwa 12 Kubikmeter Luft abgegeben werden. Nicht abgegeben, Entschuldigung, bewegt werden. Die Selbstverständlichkeit unseres Atmens grenzt an ein Wunder, an das nur jene nicht glauben, die nie um frische Luft ringen mussten. Doch wenn die Luft plötzlich knapp wird, dann muss man um sie kämpfen. Etwas später mein erster Schulweg, ein kleiner Hügel, der sich zu einem Berg auftürmt, den ich glaubte niemals bezwingen zu können. Wie oft bin ich am Straßenrand sitzen geblieben, um mich zum ersten Mal ernsthaft zu fragen, ob mein Schöpfer es wirklich gut mit mir meint. Denn damals befand ich mich noch in dem festen Glauben, dass Gott nicht geizig, sondern großzügig sei. Wozu hatte er mir eine Stimme gegeben, wenn er sie nicht mit dem nötigen Atem versorgte? Sang ich ihm nicht, obwohl ich kurzatmig war, jeden Sonntag seine schönsten und geistlichsten Lieder? Hatte ich mich in Sachen Dreieinigkeit nicht sofort auf die Seite des Geistes geschlagen, weil er mir schöner, mächtiger, prächtiger schien als Vater und Sohn in einer Person? War nicht schon damals Pfingsten mein Lieblingsfest, weil der Geist Herr der Luft und sämtlicher Winde ist, weil er die Feuerzunge erfand, die uns befähigt, in sämtlichen Sprachen zu sprechen? Weil er mit seinem Atem ein ganzes All erfüllt, von dem ich bis heute nichts weiß. Und weil er in ständig wechselnden Gewändern von Sturm und Feuer und Flut bis heute ein Großmeister des Naturschauspiels ist. Wie also kam er dazu, mich bereits hier auf dem Schulweg so hängen zu lassen? Komm, Schöpfergeist, kehr bei uns ein, besuch das Herz der Kinder dein, die deine Macht erschaffen hat, erfülle nun mit deiner Gnad. Doch wehe dem, der das Kirchenlied für ein Kinderlied hält und sich auf seine zweite Strophe verlässt, auf den Tröster und auf sein Gnadenpfand. Und wehe dem, der Gottes Psalmen in häusliche Lyrik verwandelt und das Schreckliche mit dem Schönen verwechselt. Denn das Schöne ist womöglich nichts als des schrecklichen Anfang und der Heilige Geist nichts als reine Physik, ein launischer Wind, der nur weht, wo er will, mal über und mal unter den Wassern, wo der Raum enger und der Atem noch knapper wird. Das schöne alte Wort Odem stimmt uns zwar festlich und feierlich, aber es macht uns groß und sentimental zugleich, weil es uns an die vergängliche Schönheit der reinen Schöpfung erinnert, die uns über die Knappheit göttlicher Ressourcen hinwegtäuschen will. Wie also begegnet ein luftarmes Erstklässlerkind dem windigen Geist seines windigen Gottes und feiert trotzdem immer wieder begeisterte Pfingsten?
Und wie kommt es mit diesen Feuerzungen zurecht, die statt den Himmel zu öffnen, an die Hölle erinnern? Doch auch das Feuer ernährt sich natürlich von Frischluft, weshalb es ständig neuer Zufuhr und Nahrung bedarf, um verlässlich ewig zu brennen. In der Bibel wimmelt es von Texten, in denen es brennt. Lauter Texte, die einen beißenden Rauch entwickeln, der nicht nur Kindern den Atem verschlägt. Der brennende Dornbusch, in dem sich Gottes Name nur deshalb verbirgt, um sich endlich offenbaren zu können, ist nur ein Beispiel dafür, wie gern der Geist mit dem Feuer spielt und dass alles, was er mit Atem versorgt, so verheißungsvoll wie vernichtend zugleich ist. Die drei Jünglinge im Feuerofen können ein Lied davon singen. Aufrecht im Zentrum des Feuers stehend, grenzt nicht nur ihr Gesang an ein Wunder, sondern vor allem jener rettende Engel, der sie in den lodernden Flammen mit Frischluft versorgt. Ein Engel, an den vermutlich nur jene glauben, die von der Hitze des Ofens bis heute nichts wissen. Wie jedes Kind, das man vor dem Feuer warnt, kam ich niemals darüber hinweg, dass nicht ein einziges Haar auf ihren Köpfen verbrannte und dass ihre Kleider nicht nach Rauch riechen mussten. Am wunderbarsten im Wortsinn ist aber, dass den Jünglingen auch in höchster Lebensgefahr das Lied nicht etwa zur Klage gerät, sondern sich als jubelnder Lobpreis auf eine Schöpfung und einen Schöpfer erhebt, der seinen göttlichen Spieß offenbar jederzeit nach Belieben umdrehen kann. Nur solange die singende Seele ihre Hoffnung nicht aufgibt und immer wieder von vorne versucht, sich aufs Neue Gehör zu verschaffen, um zu werden, was sie tatsächlich ist, lebendiger Eingang und Ausgang zugleich, ist das Schreckliche nichts als des schönen Anfang. Aber es ist nicht nur das Feuer, sondern vor allem das Wasser, das uns bis zum Hals steht und an die Kehle geht. Denn für den Fall, dass der menschliche Lobpreis verstummt, droht der eifersüchtige Gott seiner eigenen Schöpfung mit dem Tod durch Ertrinken, der dem grausamen Tod durch Ersticken gleichkommt. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Einzig Noah entkommt bekanntlich dem Gottesgericht, was nahelegt, Noah sei nicht verderblich gewesen. Allerdings ist uns aus der rettenden Arche kein menschlicher Lobgesang übermittelt. Auch von einem Dank der Tiere ist nichts überliefert. Vielleicht war ja Noahs Familie insgesamt eher unmusikalisch und saß Mensch an Mensch, Tier bei Tier im Bauch ihrer hölzernen Festung, um sich kurzfristig lebendig begraben, gegenseitig die letzten Karten der Menschheit zu legen. Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß. Sicher ist nur, dass sich nicht nur der Kapitän, sondern die gesamte Besatzung nach Sauerstoff sehnte. Als erfahrene Insassen im Gefängnis des Wassers neigen Seeleute bekanntlich zur Klaustrophobie, weshalb sie in die freien Geschöpfe der Luft verliebt sind, erst in den Raben und danach in die Taube, die Noah laut Bibel das Festland verhieß. Sie kam zu ihm um die Abendzeit und siehe, sie hatte ein frisches Ölblatt in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hatten auf Erden. Ein so hoffnungsvolles wie tröstliches Ende. Allerdings hatte ich auf dem Gymnasium immer noch Asthma. Aber ich hatte die Sache inzwischen halbwegs im Griff, weil ich gelernt hatte, dass sich der Heilige Geist bei Bedarf in eine Brieftaube verwandelt und wie man ohne Not zwischen Seele und Kehle immer wieder von vorn neue Wortfelder bildet, um die Geschichte des Atems in Schach zu halten. Es gibt den langen und den etwas kürzeren Atem, die große Geduld und die Ungeduld. Es gibt die Pause, in der man ihn anhalten darf. Es gibt Momente, die mir den Atem verschlagen und in denen ich nach Luft schnappen muss. Es gibt die dicke
und die etwas dünnere Luft, von der jene Bergsteiger zu berichten wissen, die bis heute die Hoffnung nicht aufgeben wollen, ihrem Schöpfer auch unmaskiert näher zu kommen, woran nicht wenige von ihnen gescheitert sind, weshalb ihr Schöpfer sie kurzfristig auf Eis gelegt hat. Im Vergleich zu ihren himmelstürmenden Abenteuern nimmt sich die kleine Feuerprobe am Schluss meiner Schulzeit alles in allem harmlos aus. Als ich im Nebenfach Religion das Pfingstgeschehen möglichst schlüssig ausdeuten sollte, hielt ich mich als Asthmatikerin seit jeher vom Geistesfach insgesamt gut, bis mich der Lehrer am Ende fragte, ob ich mir jenseits der Geistesgeschichte auch unter seiner realen Gegenwart etwas vorstellen könnte. Geistesgegenwart ersetzt man im deutschen Kreuzworträtsel in der Regel durch Begriffe wie Scharfblick, Entschlusskraft und Kaltblütigkeit, gern auch durch Reaktionsvermögen. Aber nichts davon trifft ins Zentrum der Sache, weil im Nebel der Synonyme wie so oft das geistliche Zentrum fehlt. Es ist weder der Scharfblick noch die Entschlossenheit, sondern einzig der Atem, von dem der Geist nicht nur sich, sondern auch uns ernährt. In jenem unbestimmbaren Zeitintervall zwischen vergangener Zeit, Vergangenheit und kommender Zeit, Zukunft, dem sich mit heute und jetzt nicht beikommen lässt. Jene 12 Kubikmeter Luft also, die täglich beim Ein- und Ausatmen bewegt werden müssen. In meiner Prüfungsnot begann ich, der billigste Trick, nach Augustinus zu tauchen, um am Ende erschöpft wieder nach oben zu kommen und, Sie kennen sie alle, mit der uralten Antwort zu glänzen: Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich es. Wenn ich es jemandem erklären will, weiß ich es nicht. Dem ist bis heute nicht viel Neues hinzuzufügen. Denn sobald Gottes Geist die Grenze des menschlichen Geistes erreicht, wird er vermutlich wie von selbst transzendiert. Und was die Taube zwischen Vater und Sohn betrifft, Trinität trainiert das multiperspektivische Denken. Ziemlich heiß hier, sagte der Prüfer und stand auf, um endlich ein Fenster zu öffnen. Ein paar Jahre zu spät. Aber ich trage nichts nach, denn woher sollte er wissen, dass ich mich schon seit meiner Kindheit nach offenen Fenstern sehne, nach Balkonen mit Blick auf Gipfel und Strände, die wahlweise auf den offenen Himmel oder auf das offene Meer verweisen, während mir geschlossene Treppenhäuser und Fahrstühle genauso verhasst sind wie jedes Flugzeug, das auf höchst fahrlässige Weise versucht, in einer immer dünner werdenden Luft den Triumph der Technik über den Geist zu verkörpern. Gottes Geist lässt sich nicht prüfen und auch nicht verkörpern, schon gar nicht in geschlossenen Räumen, weil er kein Symbol, sondern reine Wirklichkeit ist und sich nach wie vor lieber im Freien bewegt. Nicht anders als die chinesische Nachtigall, nach deren befreiendem Gesang sich der große Kaiser aus Andersens Märchen so sehnt. Weshalb der Kaiser versucht, sie in einen goldenen Käfig zu sperren, aus dem sie sich notgedrungen befreit, um ihre atmende Stimme nicht zu verlieren. Erst als der Kaiser von den Dämonen seiner eigenen Macht umzingelt, bereits in den letzten Zügen liegt und die Mittel der höfischen Arztkunst versagen, weil sich der Tod triumphierend auf seiner Brust breit gemacht hat, begreift er, dass ihn einzig eine Stimme retten kann, die nicht Teil seines eigenen Hofstaates ist. Es ist nichts als das märchenhafte Verlangen nach einem freien und ungebundenen Atem, das den Kaiser am Ende vor seinem Tod bewahrt. Sobald der höfische Schrecken sich in Sehnsucht verwandelt, beginnt er tatsächlich des schönen Anfang zu werden. Denn, ich zitiere, da klang auf einmal vom Fenster her der herrlichste Gesang. Es war die kleine lebendige Nachtigall. Sie hatte von der Not ihres Kaisers gehört
und war deshalb gekommen, ihm Trost und Hoffnung zu singen. Und wie sie sang, wurden die Gespenster immer bleicher und bleicher, das Blut kam immer rascher und rascher in des Kaisers schwachen Gliedern in Bewegung, und selbst der Tod horchte und sagte: »Fahre fort, kleine Nachtigall, fahre fort.« »Ja, willst du mir den prächtigen goldenen Säbel geben? Willst du mir deine reiche Fahne geben? Willst du mir des Kaisers Krone geben?« Und der Tod gab jedes Kleinod für einen Gesang, und die Nachtigall fuhr noch fort zu singen, und sie sang von dem stillen Gottesacker, wo die weißen Rosen wachsen, wo der Flieder duftet und wo das frische Gras von den Tränen der Überlebenden befeuchtet wird. Und da bekam der Tod Sehnsucht nach seinem Garten und schwebte wie ein kalter weißer Nebel aus dem Fenster. Zitat Ende. Aber wehe dem, der dieses Märchen mit häuslicher Lyrik und den Dichter Andersen womöglich mit einem Naturfreund verwechselt, der aus der Taube, die sich über den Wassern erhebt, eine spätromantische Nachtigall macht. Denn niemand wusste besser als Hans Christian Andersen, was es bedeutet, an falschen Höfen um Atem zu ringen. Umso staunenswerter, dass es dem Dichter gelingt, nicht nur den sterbenden Kaiser, sondern ganz nebenbei sogar auch den Tod wenigstens kurzfristig wieder an Frischluft zu bringen, indem er ihm einen Auftritt verschafft, der ihn nicht zum Mörder, sondern zum Gärtner macht. Ich war nichts als ein asthmatisches Vorschulkind, als ich die Geschichte vom Garten des Todes hörte, der den chinesischen Kaiser vor dem Sterben bewahrt. Doch solange der Tod sich nach seinem Garten sehnt und mit seinem eigenen Unkraut befasst ist, ist für die Lebenden immer noch Aussicht auf Festland und auf Rettung durch eine Taube mit einem Ölzweig im Schnabel. Ganz zu schweigen von jener anderen Nachtigall, deren Lied mein Vater in meiner unzuverlässigen Erinnerung an meinem Krankenbett zu meinem Geburtstagsfest, 2 Tage vor Weihnachten übrigens, auf meiner eigenen Blockflöte spielte. Ein und aus, aus und ein, mit seinem ganzen gesammelten Atem, der die Musik immer wieder von vorn aus der schmalen, hölzernen C-Flöte stößt, um die frohe Botschaft zum Klingen zu bringen. Dass es über seinen gesammelten Atem hinaus auch noch einen Text gab, der ihn in lesbare Worte fasst, erfuhr ich erst später. »Lieb Nachtigall, wach auf!« Wach auf, du schönes Vögelein, auf deinem grünen Zweigelein, wach hurtig auf, dem Kindelein auserkoren, heut geboren, halb erfroren, sing, 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 dem zarten Jesulein. Die folgenden Strophen lasse ich aus. Doch wehe dem, der dem Refrain nicht vertraut, diesem herrlichen vierfachen Imperativ sing, 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 denn alles, was Atem hat, lobe den Herrn, vom Kaiser bis hinunter zum Vorschulkind, dessen Vater an meiner Seite steht und versucht, mich mit seinem eigenen Atem endlich wieder zum Aufstehen zu bewegen. Die Botschaft ist unmissverständlich und klar: Steh auf, nimm dein Bett und geh. Doch als ich die Augen aufschlug, sah ich genau, dass die große Botschaft der Bibel längst hinter ihm lag, weil er seinen gesammelten Atem zum Einsatz brachte, um mir etwas anderes zu sagen. Bleib einfach liegen, ruh dich jetzt aus, heute ist dein Geburtstag, komm zu Atem und Kräften. Seine kräftige Stimme blies für uns zwei und sein geteilter Atem hat mich bis heute gerettet. Seit jenem Geburtstag sind viele Jahre vergangen, in denen ich vermutlich an die 20.000 Mal täglich jede Menge Kubikmeter Luft bewegt habe, von denen ich bis heute nicht weiß, wo sie tatsächlich geblieben sind. Denn der Geist Gottes verteilt sie auf seine eigene Art. Wie viel der chinesische Kaiser bekommen hat, weiß nur der Dichter, weil uns der Dichter, wie alle guten Dichter, des Kaisers wahres Ende diskret verschweigt.
Was dagegen mich selbst betrifft, so bin ich bis heute am Leben und ziehe bis auf Weiteres weiter, um zwischen Feuer und Wasser frischen Atem zu schöpfen und die Bibel immer wieder von vorn zu lesen, und bin bis heute verliebt in jenes bewegliche Bett, für das man ein ganzes Dach abdecken musste, um es zu Jesus herunterzulassen, damit der asthmatische Vogel zu fliegen beginnt. Was allerdings die Jünger von Jesus betrifft, diese etwas klaustrophobischen Hüter einer befreienden Botschaft, so sitzen sie immer noch unter dem Dach eines Hauses, das sich vor Feuer, vor Sintflut und vor Starkregen fürchtet. Doch sobald sich Noahs Rabe in eine Taube verwandelt und die Taube in eine Nachtigall, die den Kaiser ohne Fahne, Säbel und Krone auf seiner letzten Reise begleitet und seine windigen Diener damit überrascht, dass er nicht tot, sondern noch am Leben ist und als wäre er eben frisch auferstanden, sie mit einem guten Morgen begrüßt, werden vielleicht auch sie endlich wieder zur Blockflöte greifen. Denn alles, was Atem hat, lobe den Herrn mit Flöten und Zimbeln, mit Saiten und Streiten, mit Pauken, Trompeten und langen Posaunen, mit echten und ein paar künstlichen Nachtigallen. Und das Ganze bitte sehr laut und immer wieder von vorn, Kirmes und Kitsch inklusive, ein und aus, aus und ein, bis uns am Ende tatsächlich der Atem ausgeht. Ohne Säbel und Fahne, aber mit Krone. Sing, 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 sing. Danke.